sind jetzt hier Kilometer 10 und hier ist wieder so eine Hütte. Ich wollte euch das einfach nur noch mal zeigen. An diesen Weserwegen sind überall solche Hütten. Hier könnte man auch zwei Schlafsäcke reinlegen oder halt, wenn es regnet, könnte man sich da reinstellen. Da steht ein schöner Land Rover und die slippen gerade ihr Boot. Da ist Luca. Gesundheit. Sehr schön. Und er hat jetzt den großen Rucksack. Und hier hinten ist auf jeden Fall das ganze Zeug mit, also Schlafsack drin. Und hier oben ist das Essen drin. Hier der Rucksack, hier ist noch ein bisschen Verpflegung für den Schnellzugriff. Unser Bär, der ist ein bisschen abgequetscht. Und was hier drin ist, wisst ihr ja. Und wir sind jetzt bei Kilometer insgesamt. Luca, kann ich das mal zeigen? 78 Kilometer. Da seht ihr das. Ja, 78. Und ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir die 90 erreicht haben. Hier habt ihr jetzt einen schönen Überblick auf die Weser. Die ist auf jeden Fall hier schön breit. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die 90, haben wir jetzt in 2 Kilometer. Und als nächstes machen wir die 100 voll und dann gibt es erstmal eine kleine Pause. Wir sind jetzt hier an Kilometer 100 angekommen und laden jetzt zum ersten Mal unsere E-Bikes auf der Tour. Also die haben nicht wirklich was verloren, aber hier lädt Lukas Akku, hier sind Schoko-Steckdosen. Ganz normale und ja, hier kann man halt gut Energie tanken. Die Hose hatte ich jetzt die letzten 2-3 Tage an und die wird jetzt erstmal gewaschen. Ich habe hier noch eine Jogginghose an, hier ist es ziemlich rutschig und auch relativ kalt. Ich bin jetzt hier mal ein bisschen tiefer reingegangen und hier kann ich die richtig schön ausquetschen und richtig schön sauber machen. Hier auch mal die Ärmel ein bisschen vom Dings. Die Sonne ist jetzt rausgekommen und dann kann ich gleich mit kurzer Hose weiterfahren. Das nennt man auch gleich gebügelt. Jetzt wird noch mal ein bisschen abgetaucht und der Pullover wird schön sauber gemacht. Wir sind jetzt in Hameln angekommen
Lukas steht da hinten. Und hier ist eins der Atomkraftwerke, was letztes Jahr stillgelegt wurde. Das ist jetzt seit 2021 stillgelegt. Da hinten seht ihr die zwei großen Türme. Und hier sind dann die Leitungen gewesen. Da ging es dann übers Wasser. Da ist die Weser. Und ja, wir haben strahlend blauen Himmel. Da hinten ist die Sonne. Es ist jetzt 15 Uhr und wir haben jetzt noch um die 20 Kilometer bis nach Kommenbrügge. Und da werden wir auch diese Nacht übernachten. Und ich würde sagen, auf geht's. Ihr kriegt jetzt nochmal ein paar schöne Zeitraffer. Und let's go. 8 Meter. Wir haben es geschafft. Heute haben wir auf meinem Tacho steht, was ich manchmal vergessen habe anzumachen, stehen 130 und auf Lukas seinem Fahrrad stehen sogar 160 Kilometer und somit haben wir heute 100 Kilometer Strecke gemacht. Also wir haben uns auf jeden Fall noch einmal verfahren und ja, ich habe halt manchmal vergessen, das wieder zu starten, wenn wir meine Pause gemacht haben. Und hier seht ihr aber dann, wo wir langfahren. Und ich blende hier auch meine Karteneinsicht ein, dass man das sieht. Hier im Hintergrund sind jetzt die ganzen Sachen. Wir werden uns jetzt hier niederlassen, das Nachtlager aufstellen. Und dann gibt es erstmal schön Suppe, die wir über dem Gaskocher machen mit unserem neuen Topf. Das seht ihr jetzt. Und davor werden halt noch die Sachen aufgebaut. Wir sind gerade dabei, hier alles aufzubauen. Luca bringt jetzt erstmal seine Isomatte auf. Ich habe hier den Biwaksack schon hingelegt. Die Dose ist auf jeden Fall offen. Das kommt jetzt hier mal drauf. Ich hoffe, das steht ganz gut. Topf haben wir uns auf jeden Fall heute schön verdient nach dem ganzen Geschrampel. Das wird auf jeden Fall mal umgerührt. Aber das ist auf jeden Fall perfekt für solche Touren hier. So ein Linseneintopf. Und was wir gemerkt haben, ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass es jetzt noch hell ist um 20 Uhr. Und dann habe ich gesehen, dass heute Sonntag ist und die Zeitumstellung war. Also die Nacht wurde uns eine Stunde gestohlen, sag ich mal. Und dadurch waren wir vielleicht heute auch etwas mehr kaputt als sonst. Wir sind gestern Abend um 22 Uhr oder 23 Uhr ins Bett gegangen, heute Morgen um 7:30 Uhr aufgestanden, 7:30 Uhr, Lukas um 8 Uhr, also um 8 Uhr sind wir dann richtig aufgestanden und um 7:30 Uhr bin ich aufgewacht, Lukas ist um 8 Uhr aufgewacht, um 9 Uhr sind wir heute Morgen gefahren
Nur. Ich habe hier gerade mein Stativ genommen und habe gesehen, dass da unten dieser Henkel ist. Und jetzt habe ich da mal den Topf drüber gehangen. Den Deckel habe ich eben gerade abgenommen. Und unten steht halt der Gaskocher. Und so habe ich einfach ein Dreibein jetzt immer mit dabei. Und Luca versucht gerade seine Luftmatratze da hinten zu flicken. Wir zeigen euch jetzt mal, wie man so eine Luftmatratze, das Loch findet. Nämlich ich habe hier so ein Flickenset mit Lochfinder. Und das ist dieser Lochfinder. Und wir sind dann hier mit diesem Teil hier immer über diese Stellen lang gegangen und seht ihr es? Da ist jetzt irgendwo das Loch, da ist ein ganz kleiner Schlitz. Und den werden wir jetzt auf zwei Arten versuchen zu flicken. Einmal haben wir hier das normale dem Fahrradflicken. Und Option Nummer 2 wäre hier diese großen gelben, kennt man, die durchsichtigen. Jo. Aber auf jeden Fall ist es super, so ein Teil dabei zu haben. Nicht nur für Fahrradreifen, sondern auch für solche Isomatten. Luca liegt da und hat seinen Biwaksack noch offen. Ich habe ihn auch noch offen. Hier ist unser Kamerakoffer. Und wir haben jetzt hier alles aufgeräumt. Hier in dem Ding ist das sehr große Schlafsack. Wir legen uns jetzt schlafen.